Saisonstart am Jahr der Busen. Die Vorbereitungen am Strandbad Seestädt laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, dem 3. Mai, geht es los. Um 11 Uhr wird angebadet. Bis zum Anbaden gibt es allerdings noch jede Menge zu tun. Das 250 Meter lange Badegebiet ist zwar schon abgesteckt und die Badeinsel verankert, aber auf der Anlage müssen noch die neuen Spielgeräte und der neue Informationsturm aufgebaut werden. Zudem hat die Plattform des Wachturms im Winterquartier Schaden genommen und muss nun repariert werden.